Warum MLM nicht funktioniert. Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Matthias Hack und ich werde dir heute in diesem Video verraten, warum Multilevel Marketing bei den meisten Menschen nicht funktioniert und auch dann natürlich, was verständlich ist, zu sehr großen Enttäuschung führt. Ja, was ist denn das, was die meisten Networker da draußen anderen Menschen erzählen, wenn sie Partner für ihr Geschäft suchen? Es ist meistens so, dass die Leute erzählt bekommen, sie bräuchten bloß eine Person oder zwei Partner sponsoren und das Geschäft würde sich nahezu wie von Zauberhand entwickeln. Ja, vielleicht kennst du es auch, diese typischen Beispiele, dem einer zum Beispiel zwei Kreise zeichnet, dann darunter nochmal 2 mal 2, also 4, dann darunter nochmal das Ganze in 2, also 8 und so weiter und so fort. Diese typische Pyramide, ja, die sehr oft gezeichnet wird. Und die Realität ist natürlich, dass eben genau so Network Marketing in der Praxis absolut nicht funktioniert. Es reicht bei weitem nicht aus, nur eine Person, nur zwei Partner zu sponsern. Ich persönlich kenne zumindest keine einzige Führungskraft und keinen einzigen erfolgreichen Networker, der das Glück hatte, mit nur ein, zwei Leuten erfolgreich eine nennenswerte Struktur aufzubauen. Alle erfolgreichen Networker, die ich persönlich kenne, haben in der Regel mehrere hundert Firstliner direkt aufgebaut. Woran liegt das? Ganz klar, nach meinen Erfahrungen von mittlerweile auch hunderten gewonnenen Erstlinien ist es so, dass sich gerade mal ungefähr 20% der Partner, die man direkt gewonnen hat, ja, trotz bester Ausbildung, trotz Zeigen aller Tricks, aber selbst wenn du deine Partner optimal coacht, wirst du feststellen, dass sich nur ungefähr 20% duplizieren. Wenn du jetzt denkst, okay, 20% reicht doch, ja. Moment, ja, ich spreche nicht davon, dass diese Partner sich nennenswert duplizieren. Ich rede davon, dass diese Partner mindestens einen Partner gewonnen haben. Ja, mindestens einen Partner oder und einen Kunden. Die Wahrheit ist, dass du nochmal ungefähr 20%, auch hier, da kommt ungefähr das Pareto-Prinzip auch wieder zum Tragen, also nochmal 20% rechnen musst von den Teampartnern, die das Geschäft mehr oder weniger genauso ernsthaft betreiben wie du. Was heißt das also? Du brauchst statistisch gesehen mindestens 50 direkte Teampartner, um nur mindestens 2 echte Teampartner zu gewinnen. Ja, die also das Geschäft hoffentlich genauso wie du ernsthaft betreiben. Nach meiner Erfahrung ist es dann in der Praxis so, das sind ja letztlich nur Durchschnittswerte. Ich habe persönlich mal bereits bei ungefähr 20 direkten Teampartner den ersten echten Teampartner gewonnen, aber ich habe auch mal über 100 Teampartner sponsern müssen, bis ich den ersten echten Teampartner gewonnen habe. Was heißt das also nun für dich? Ganz einfach, wenn bei dir MLM funktionieren soll, wenn bei dir Multilevel Marketing funktionieren soll, dann brauchst du unbedingt eine Sponsormethode, mit der es dir egal sein kann, ob es der erste Partner ist, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der zehnte, der zwanzigste, der fünfzigste, der hundertste. Ja, dir kann es dann egal sein, welcher Partner sich wirklich letztlich dupliziert, wenn du sukzessive kontinuierlich neue Teampartner generierst. Du brauchst also ein System, mit dem du quasi sukzessive die für dich richtigen Teampartner herausfiltern kannst. Wenn du so ein System benutzt, natürlich verbunden mit einem Unternehmen natürlich, was pünktlich deine Provision zahlt, mit einem Unternehmen, das in deinem Heimatmarkt funktioniert, mit einem Unternehmen, das echte Endkundenprodukte hat, ja, vollkommen klar, ist durch natürliche Grundbasis. Aber wenn du das dann komplettierst mit einer funktionierenden Sponsormethode und diese gleichzeitig auch weitergeben kannst an deine Teampartner, ja, das heißt, wenn Teampartner dann, die wirklich wollen, auf dich zukommen, dich fragen, Mensch, wie machst du das? Wie gewinnst du sukzessive neue Teampartner und denen ebenso einen duplizierbaren Weg aufzeigen kannst, dann wird auch bei dir Network Marketing
definitiv funktionieren. Fazit: Network Marketing, Multilevel Marketing funktioniert. Du musst aber als erstes oder solltest zumindest die Gesetzmäßigkeiten verstanden haben. Ich habe es erwähnt, die 20-20-Regel, also 20% duplizieren sich und davon nochmal circa 20% entwickeln sich dann mehr oder weniger zu ernsthaften Teampartnern. Und du brauchst, ja, es reicht nicht nur dieses Wissen zu haben, du brauchst daher unbedingt eine Methode, mit der du sukzessive neue Teampartner gewinnen kannst, bis du dann eben Step by Step die richtigen Partner für dich gewinnst, die sogenannten Hotspots, die also dann sich genauso eine Struktur entwickeln, sich genauso verzweigen wie du. Du siehst also, wenn man Network Marketing von den Gesetzmäßigkeiten, von der Formel her verstanden hat und gleichzeitig versteht, sukzessive neue Teampartner zu gewinnen, dann wird man auch Network Marketing, wohlgemerkt voraussetzt natürlich mit funktionierenden Produkten, mit echten Endkundenprodukten, einer funktionierenden Firma, dann wird man auch definitiv Network Marketing mit der richtigen Geduld, mit der richtigen Einstellung erfolgreich werden. Also Network Marketing, wenn du dieses Geschäft für dich erkannt hast, Kopf hoch, es funktioniert, ja, eigne dir die Techniken an und du wirst in diesem Geschäft definitiv erfolgreich sein. Wenn du vielleicht bisher noch keine Technik selber beherrscht, um sukzessive neue Teampartner zu generieren, dann schau hier unterhalb des Videos in der Videobeschreibung, wo ich dir weitere Tipps gebe und zeige, wie ich auch selber mittlerweile schon während meines Studiums weit über 400 Teampartner direkt und das rein online, also über das Internet, gewinnen konnte. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Liebe Grüße aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.